ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute pannenfrei. Ich freue mich und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben Freitagnacht und wie immer freitags eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und freue mich drauf. Und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Ute und Ute ist 44. Hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute. Ja, sei gegrüßt. Ich hatte ja am Mittwochabend schon mal durchgerufen. Aha. Und zwar, da war die erste Anruferin, war dir eine ganz liebe ältere Dame. Das fand ich so niedlich, die erzählt hat, dass sie ihre Prothese verschluckt hat. Ja, ihre Zahnprothese. Ganz genau. Ja, und da habe ich euch gefragt, ob ihr darüber Bescheid wisst oder ob ihr so etwas vielleicht auch schon mal erlebt habt. Richtig. Und die Geschichte war ja völlig kurios, weil ich sowas noch nie gehört habe. Ich hatte noch nie gehört, dass man die Zähne verschlucken kann, weil das ja so groß ist, aber es scheint offensichtlich zu funktionieren. Ja, ja, das ist auch so. Ja. Also es ist zwar nicht mir passiert, sondern meiner Schwägerin. Mhm. Und zwar ich hatte zu deinem Tim, der mich zurückgerufen hat, schon gesagt, also es wäre 10 Jahre vielleicht her, aber jetzt habe ich überlegt, da habe ich ja noch gar kein Kind gehabt und mein Sohn ist 22, also es muss jetzt schon über 22 Jahre her gewesen sein. Mhm. Jedenfalls war es so gewesen, wir waren im Sommer, hatten einen Stadtbummel gemacht und dann hatten wir Hunger verspürt und es gibt ja überall diese Pizzastände, wo man sich dann so auf so einem Pappteller so eine Pizza mitnehmen kann. Mhm. Ja, das haben wir dann auch gemacht und wir waren so am Futtern und sind dann halt so der Straße lang marschiert, guckten uns Schaufenstern an und auf einmal sagt meine Schwägerin, guckte mich an, sie hat eh schon große Augen, aber die waren noch größer als sonst und guckte mich an und sagte, du Ute, ich glaube, ich habe jetzt meine Prothese verschluckt. Ich sag, was? Sag ich, nee, komm, ich fing erst mal an zu lachen. Beim Pizzaessen? Nein. Beim Pizzaessen? Bitte? Beim Pizzaessen? Beim Pizzaessen, naja, die hatten wir ja so auf diesen Pappdingens, was man ja, so hat. Ja, ja, ja. Und die wühlte dann so mit ihrer Zunge im Mund rum und sagte, Ute, die fehlt. Sag Ingrid, sag ich, guck mal auf deine Pizza, vielleicht ist die im Käse hängen geblieben. Ja. Das war so eine Brücke, ja, so 13 Ach, halt. Moment, das ist natürlich noch eher verständlich, eine Brücke und keine ganze Prothese. Naja. Ja, das ist ein Unterschied. Eine Brücke, eine Prothese, so wie die Anruferin am Mittwoch, das ist ja der ganze untere Zahnbereich. Genau. Eine Brücke kann man sich ja vielleicht noch eher vorstellen, dass man das mal verschluckt, obwohl es auch eine sehr ungewöhnliche Sache ist bestimmt. Und es kann ja auch gefährlich werden. Und es kann gefährlich werden. Drei Zähne nebeneinander. Also es war eine Brücke, die über 3 Zähne reichte. Genau, naja, es wird ja überbrückt, ne? Genau, ja. Also die beiden Zähne, die gesunden, werden ja abgeschliffen, da kommt eben eine Krone drüber und in genau. der Mitte, wo da halt der Zahn fehlt. Ja. Ist ja halt der Ersatzzahn, ne? So, und die Brücke war weg. Und die war weg. Und ich habe gesagt, Ingrid, guck mal auf deine Pizza, guck mal auf die Erde, wir haben alles abgesucht. Ja. Das Ding war weg. Ja, ja, wo war sie? Naja. Ja, es war verschluckt. Verschluckt. Ja. Und dann? Ja, und dann hat sie natürlich Panik gekriegt und ist zum Hausarzt. Und der sagte dann, ja, meinte er, das Beste wäre, sehen Sie mal zu, dass Sie viel Sauerkraut essen, weil das Sauerkraut sich um die Prothese, also um die Brücke praktisch schlingen würde. Sehr pfiffig. Es könnte ja im Darm, wenn das in den Darm runtergeht, aufreißen. Definitiv, zur Verletzung kommen, ja, klar. Eben, ja, ja. Genau. Also ich habe erstmal so furchtbar gelacht, ne, im ersten Moment, ja, gut, wenn man den Schaden selber nicht hat, ne. Also aber, Sauerkraut. Da ist mir erstmal klar geworden, was das eigentlich bedeuten kann. So, dann hat sie Sauerkraut gegessen. Dann habe ich die 3 Tage lang mit Sauerkraut vollgepumpt, die arme Frau. Und damals, vor über 20 Jahren, war das ja noch nicht mit diesen Tiefspülern, sondern wir hatten ja alle noch ganz normale Toiletten. Genau. Wo man halt noch sehen konnte, was man halt hinterlassen hat. Was geschehen ist, genau. Und dann hat dann halt auch Satz gesagt, nehmen Sie sich eine Gabel und jedes Mal, wenn was passiert, muss man das machen. Schön durch. Ja. Ja. Und gucken, ob Sie die finden. Wie war das Resultat? Sie hat's gefunden, nach 3 Tagen. Sensationell. Mit Sauerkraut umschlungen. Und der Hammer ist, sie sag's nicht. Sie hat sauber gemacht, ist zu ihrem Zahnarzt mit dem Dingen. Und heute? Der hat das gereinigt, hat das desinfiziert und die Brücke ist bis heute noch drin. Das ist ja schräg. Das ist ja wirklich. Das ist ja schräg. Ja, aber das Ding hat über 500 Mark gekostet damals. Also die nette Anruferin am Mittwoch hat ihre Prothese, die ja auf dem gleichen Wege dann wieder gefunden wurde, sie hat sie nicht wieder gebraucht. Ich weiß, hab ich gehört. Also, liebe Leute, falls ihr eure Prothesen oder eure Zahnbrücken verschlucken solltet, esst Sauerkraut.
Aber das klingt ja so salopp, das kann eine ganz ernste Sache sein und man kann wirklich daran versterben, wenn es sich noch um ein größeres Teil handelt. Dann durch das Sauerkraut hat sich das wirklich um diese Brücke geschlungen und dadurch einen Schutz gegeben, dass es halt durch den Darm richtig schön durchgleiten konnte. Hat denn deine Schwägerin das beim Runterschlucken nicht gemerkt, dass da irgendein harter Gegenstand ist? Ich meine, das ist doch ein sperriges Ding mit Ecken und Kanten. Ja, wahrscheinlich. Hat sie das auch sofort gemerkt? Wahrscheinlich hat sie gedacht, das ist eine... Sie hat großen Augen gehabt und sagte, Ute, ich glaube, meine Brücke ist weg. Weil das oder ging ja dann auch in der Speiseröhre runter wie so ein Kloß. Ja, oder sie hat vielleicht gedacht, das ist die Kruste der Pizza. Könnte auch sein. Ja, aber im ersten Moment, sie hat wohl... Und dann hat sie auch gleich mit der Zunge im Mundraum... Da fehlte dann ja auch was, ja. Also eine kuriose und schöne Geschichte mit einem wunderbaren Ausgang. Noch heute tut die Prothese, das heißt die Brücke, gute Dienste. Und was die schon alles mitgemacht hat, die Brücke, was die schon alles gesehen hat. Möchte ich nicht wissen. Nein, ich möchte auch nicht wissen. Liebe Ute, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Jürgen, schönen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls sehr schnell zurückrufen können. Hier ist Angelika und Angelika ist 23 Jahre alt. Hallo Angelika. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Mein Großvater ist dieses Jahr verstorben, im Januar. Ja. A, nach einem Schlaganfall. Also nach längerer Krankheit und B, weil er sich mit dem Messer die Kehle aufgeschnitten hat. Weil er sich mit dem Messer die Kehle aufgeschnitten hat? Ja. Weil er nicht mehr leben will. Da gebe ich mir an dem ganzen Kram so ein bisschen die Schuld, das muss ich da so ein bisschen dazu sagen. Wie alt ist dein Großvater geworden? 84. Mhm. Und er hatte einen Schlaganfall, sagst du? Und er hatte mehrere Herzinfarkte, war länger öfter im Krankenhaus, also man konnte es eigentlich abzählen. Mein Onkel hat sich da mehr oder weniger auch einen Spaß draus gemacht, weil mein Großvater, wenn er zu Hause die Schnauze voll hatte, sich ins Krankenhaus gelegt hat. Ich muss dazu sagen, mein Großvater war lungenkrank, hatte mehrere Herzinfarkte und zum Schluss dann einen Schlaganfall und war halbseitig gelähmt. Also es war ein ganz schwer kranker Mann. Ja. Es war ein ganz schwer kranker Mann. Und hat er sich die Kehle durchgeschnitten, weil er nicht länger leiden wollte? Das wissen wir eben nicht, das ist ja das Problem. Wie gesagt, ich hatte den Morgen mit meinem Großvater noch Streit und abends dann auch nochmal. Weswegen hatte ihr Streit? Wegen Nichtigkeiten. Ich habe mit meinem Onkel zusammen sein Zimmer fertig gemacht, weil mein Großvater in dem Sinne kein eigenes Zimmer hatte. Er wollte immer im Wohnzimmer schlafen und dann ist die Oma aber von oben auch ins Wohnzimmer gezogen und dann hatte er keine Ruhe mehr. Daraufhin haben wir ihm gesagt, wir machen ihm nebenan sein Zimmer fertig, dass er da seine Ruhe hat. Mhm. Und er lebte bei dem Onkel? Ja, mein Onkel wohnt bei meinen Großeltern mit im Haus. Ah, ja. Das ist ein größeres Haus mit 13 Zimmern und das haben eigentlich alle zusammen gewohnt. Also der Streit ging um was? Der Streit ging darum, dass ich muss dazu sagen, ich habe eine kleine Tochter. Mein Großvater wollte raus vor die Tür und meine Tochter meinte nun, dass sie ihm was Gutes tut, wenn sie ihm die Puberdecke bringt. Naja, mein Großvater brüllte sie dann nur an, ich bin kein kleines Kind mehr, lasst mich doch mit dem Quatsch zufrieden, warum könnte er nicht einmal das tun, was ich gerne möchte? Ach, er sollte eine Decke über den Rollstuhl bekommen oder sowas. Über die Beine. Über die Beine, ja. Das wollte er ja so haben und die Kleine meinte es nun gut mit ihm und dann ist er natürlich gleich wuchtig geworden. Ja. Und dann saßen wir beim Essen und meine Oma hatte Suppe mit Würstchen gekocht und ja, wie es nun ist, wenn man einen Schlaganfall hatte, sage ich mal, man sieht es ja oft genug, er konnte nichts mehr schneiden. Er konnte seinen Löffel nicht richtig halten und wenn man ihm dann helfen würde, ist er garstig geworden. Ich weiß nicht, ob er selber nicht wusste, wie er damit umgehen soll, das habe ich alles nicht raus. Was hat er jetzt genau gemacht? Hat er mit einem ganz normalen Messer sich die Kehle durchgeschnitten? Mein Onkel erzählte mir nur, also meine Oma hat da nachts ins Bett gescheucht und danach muss er rausgegangen sein, so nachts um 12:30 oder was. Mein Onkel hat mich abends wieder nach Hause gefahren und er erzählte es mir halt am nächsten Morgen, nachdem ich fragte, wie es Opa geht. Da meinte er dann nur, du wirst nicht glauben, was der angestellt hat. Ich sage, wieso, was denn? Dein Großvater hat sich ein Messer genommen und hat sich die Kehle aufgeschnitten. Das ist aber eine saloppe Ankündigung dessen, dass der Großvater tot ist. Wenn er sagt, er lebte ja noch. Ach so. Er lebte ja noch. Das war ja das Problem. Mein Onkel hat ihn ja rechtzeitig gefunden. Aber nochmal die Frage, mit was für einem Messer hat er das gemacht? Das weiß ich bis heute nicht. Das weißt du bis heute nicht? Auf jeden Fall was Größeres. Das ist ja eine ungeheuer brachiale Art, wenn man sich das Leben nimmt, sich so das Leben zu nehmen. Das ist ja viel schlimmer noch, als die Pulsadern aufzuschneiden.
Mein Onkel sagte mir auch nichts, dass irgendwie draußen auf dem Hof noch was wäre. Und ich brachte dann den Morgen die Windel von der Kleinen raus und guckte auf diese Treppe und sah nur das Blut überall und diese Adern oder was es war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es klumpig überall und hab mir dann nur gedacht, um Gottes Willen, was hat der angestellt? Wie lange hat dein Großvater noch gelebt? Danach? 2 Monate knapp. 2 Monate noch? Das heißt, ja, er hat diesen Schnitt nicht so vollzogen, wie er ihn vielleicht vollziehen wollte? Ging ja nicht. Weil er zu behindert war dafür? Er hat die Hand genommen, wo er den Schlaganfall drin hatte, also sprich die linke. Und das war nicht ausreichend genug, sage ich mal. War er denn, nachdem das passiert war, noch ansprechbar? Konnte man mit ihm noch darüber reden? Er lag eine ganze Weile erst im künstlichen Koma. Mhm. Wurde dann für 2 Tage oder lass es eine Woche sein, auf Normalstation verlegt. Mhm. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht, sobald ich mein Kind irgendwo lassen konnte, weil sie ist noch zu klein. Sie muss das alles noch gar nicht mitkriegen, sie versteht so schon nicht. War er ansprechbar? Als er auf Normalstation war, ja. Er war auch kurzzeitig auf der Intensivstation ansprechbar. Ja. Habt ihr ihn gefragt, warum er das gemacht hat? Meine Mutter hat ihn gefragt. Was hat er geantwortet? Er wusste von dem Ganzen nichts mehr. Also deutet das darauf hin, dass es kein gezielter Suizidversuch war, also kein Selbsttötungsversuch, sondern... Das glaube ich noch nicht mal. Ich denke einfach mal, mein Großvater hat das alles verdrängt und sich gesagt, so ist es am besten. Ja, und es ist vielleicht passiert, dass er einfach durcheinander war. Und er hat das dann gemacht. Das weiß ich nicht. Also du glaubst, er hat es verdrängt, es war doch ein Selbsttötungsversuch und er hat es verdrängt, das glaubst du? Also ich glaube mal, wenn er zu meiner Mutter gesagt hat, ich kann es nur so wiedergeben, wie es meine Mama gesagt hat. Meine Mama meinte halt nur zu mir, sie hätte ihn gefragt, was ihn denn dazu gebracht hat und warum er denn das überhaupt gemacht hat und womit und hast du nicht gesehen. Und er wusste noch nicht mal mehr, dass er sich überhaupt die Kehle aufgeschnitten hat. Na gut, aber das kann ja wirklich darauf hindeuten. Er war ja nun ein sehr schwer kranker Mann. Ja, dass man da schon mal aus. Ich denke einfach mal, dass ihm da ein Stück fehlt, was ihm die Ärzte nicht gesagt haben, was passiert ist und... Also man wird es nie herausbekommen, warum er es gemacht hat oder was da wirklich geschehen ist. Es kann sein, dass er einfach nicht wirklich bei Sinnen war, als er das getan hat und es dann eben diese fatalen Folgen hatte. Du machst dir Vorwürfe inwiefern? Ich mache mir Vorwürfe, weil ich mich mit ihm den Abend noch in der Wolle hatte und mir so ein bisschen Gedanken drum mache, ob ich nicht so ein bisschen schuld an dem Ganzen bin. Weil er dadurch vielleicht in eine Erregung gekommen ist und vielleicht ja, aus dieser Erregung heraus das getan hat. Dass ihm das einfach alles zu viel wurde auf einmal. Ja, es wäre so hilfreich gewesen, wenn er doch nur hätte etwas sagen können. Ja. Aber das hat er nun nicht. Er ist dann nach 2 Monaten gestorben. Ist er letztendlich dann doch an den Folgen dieses Schnittes in der Kehle gestorben? Das weiß eben keiner. Das weiß auch keiner. Weil er danach auf Normalstation lag und dann wurde er hinterher für Hirntod erklärt. Gut, das ist ja auch eine irre Belastung des Körpers, wenn er schon so vorgeschädigt war. So wird alles irgendwie zusammengekommen sein, dass er dann gestorben ist, sicherlich. Ja, man macht sich natürlich immer Vorwürfe, wenn man mit jemandem noch gestritten hat und derjenige dann stirbt oder wenn so etwas passiert, das ist schon wahr. Aber wie war denn sonst so grundsätzlich dein Verhältnis zu deinem Opa? Sehr gut. Sehr gut. Ich war der einzige Mensch in der Familie, muss ich so mehr oder weniger sagen, bis auf meiner Mutter, dem ich mehr oder weniger vertraut habe und der mir auch eigentlich immer geholfen hat, wenn ich irgendwas brauchte oder Hilfe brauchte. Hat er das auch so in all den Jahren von dir mitbekommen, dass du so für ihn empfindest? Mein Großvater hat sehr viel davon mitbekommen, ja, weil ich von meinem anderen Großvater, das muss ich jetzt so ein bisschen einfassen, weil ich nicht weiß, ob der zugehört, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin von meinem anderen Großvater sexuell missbraucht worden und als ich das meinem Opa damals erzählt habe, hat er sich vor meinen Opa gestellt und hat ihn gefragt, was ihn denn da geritten hätte. Also war es schon eine wirklich enge Vertrauensperson für dich. Ja. Und er hat das wahrscheinlich in viele, viele Jahre auch mitbekommen, wie sehr du ihn liebst und wie wichtig er für dich ist. Hoffentlich. Ja, was du angeht, ich frage das deshalb, weil ich dann glaube, dass so ein eher kleiner Streit, das war ja ein Streit um eine Kleinigkeit mit dieser Decke und dass der dann gar nicht so schwer wiegt und dieser Streit letztendlich ein Nichts
nichts ist gegenüber all dem Guten, was euch beide verbunden hat. Dass man sich die Gedanken macht, verstehe ich, würde ich an deiner Stelle auch machen. Aber sieh doch auch mal die anderen Sachen, die du ihm signalisiert hast in all den Jahren. Das ist ja viel wichtiger. Nämlich dass du ihn liebst und dass es dein Lieblingsgroßvater war, der sich schützend vor dich gestellt hat und so weiter. Ja, wo ich so ein bisschen Probleme mit habe, ich weiß nicht, wie ich es der Kleinen beibringen soll. Dass der Opa tot ist, oder? Das habe ich ihr mehr oder weniger beigebracht, indem ich gesagt habe, die Kleine, der Opa ist jetzt im Himmel, wenn du da hochguckst, siehst du eine. Bloß auch die Reaktion von meiner Mutter, von wegen, bring das Kind doch mit zur Beerdigung, das kann nicht schaden, die Kleine wird dieses Jahr erst 3. Was meinst du gerade, wie ich das der Kleinen beibringen soll? Was beibringen soll? Wenn sie größer ist, sie fragt jetzt in der Zwischenzeit immer schon mal, wo ist mein Opa, wenn ich zu meiner Oma fahre? Ja, aber du hast doch eine richtige Antwort gefunden, finde ich, für so ein kleines Kind. Ja, der Nachteil an der Sache ist, sie versteht's nicht. Ja, aber ein 3-jähriges Kind, finde ich, dass der Opa im Himmel ist, finde ich eine gute Antwort. Und je älter das Kind wird, desto eher kannst du ihr das vielleicht auch begreiflich machen, dass zum Leben eben auch das Sterben gehört. Aber dann muss sie schon viel älter sein. Was man da machen kann und wie du vielleicht da sehr sensibel vorgehen könntest, da würde ich dich gerne jetzt an meine Psychologin weiter verbinden und weiterleiten, Angelika. Ja? Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die ruft dich jetzt gleich an. Gut, herzlichen Dank. Alles Gute wünsche ich dir von ganzem Herzen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei mir. Hier ist Micha und Micha ist 41 Jahre alt. Hallo Micha. Ja, hallo. Micha ist ein Mann. Genau, ja. Micha, um was geht's? Ja, ich lebe mit meiner Frau in einer sehr glücklichen Beziehung seit 1,5 Jahren. Ja, Glückwunsch. Und sie hat jetzt also den Wunsch geäußert, sie würde mich gerne mal dabei beobachten, wie ich es mit einem Mann mache. Oh. Ja. Na, das ist aber ein Wunsch. Das finde ich auch. Jetzt bin ich ziemlich zwiegespalten, ob ich das machen soll. Hast du denn in irgendeiner Weise so leichte Anwandlungen in Richtung Bisexualität? Nicht, dass es mir bis dato bekannt wäre. Das ist schon mal schlecht, wenn du bis 41 Jahre das überhaupt noch nicht ansatzweise mal so ein bisschen bemerkt hast. Das heißt, du hast auch keine Erfahrung. Es ist noch nie irgendwann mal was passiert mit einem Kerl. Nee. Wie kommt sie denn jetzt da so drauf, dass sie das antörnt? Ja, also wir führen ein ziemlich aufgeschlossenes Sexualleben. Ja. Und sie hat also auch schon so Wünsche von mir erfüllt. Und jetzt kam sie also vor einiger Zeit damit an, dass sie sagte, dass... Eine Hand wäscht die andere, nach dem Motto. Was für einen Wunsch hat sie dir denn erfüllt schon? Ja, wir haben schon draußen im Freien Sex gemacht, am Parkplatz. Naja. Ja, und so Sachen halt. Ist ja fast normal. Ja. Das ist ja nicht so die Sache, mal draußen im Freien, im Parkplatz. Naja, okay, also das hast du mitgemacht. Ja. Das hat sie mitgemacht. Ja. Hat dir auch gefallen. Ja, so Swinger-mäßig, seid ihr da schon mal auf Tour gewesen, Swinger-Club? Ja, wir haben beide Swinger-Erfahrungen, aber hat sich jetzt eher wieder nicht ergeben, dass wir das also in unserer Beziehung zusammen hatten. Ja. Das ist nicht der Fall. Du sagst, ihr seid 1,5 Jahre verheiratet. Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? 2,5 Jahre. Also ist das nur eine relativ junge Beziehung. Ja. Mhm. Wie stellt sie sich das denn vor? Wo soll der Mann herkommen? Was sollt ihr machen? Wo sollt ihr es machen? Also, wo der Mann herkommt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber sie wird es gerne mal sehen, wenn wir uns gegenseitig oral befriedigen. Ja. Und sie fände es also ganz scharf, wenn er mich also auch von hinten nimmt. Oh, also ist ja schon die harte Fraktion. Ja. Ja. Das heißt, den Mann würdet ihr irgendwie aus dem Internet rekrutieren oder... Ja, wäre ja die gängigste Möglichkeit, ja. Aus irgendeiner Anzeige oder so. Ja. Finde ich heftig, dass deine Frau das von dir verlangt, wenn du überhaupt keine Bisexualität... Ja, verlangt. Naja, nein. Also. Okay, nicht verlangt ist... Entschuldigung, stimmt, das ist nicht richtig. Aber überhaupt so einen Wunsch äußert, wenn... Hat sie denn so dich abgetastet, ob dich vielleicht irgendwo ganz verschwommen, ganz tief in dir drin, ob da so ein Interesse ist? Hat sie das mal so genau intensiv gefragt? Nö, gefragt haben sie sich nicht. Nur das Einzige, was sie dann irgendwie davor gemacht hat, hat sie also beim Sex... Ja, auch anal bei mir das gemacht. Also, dass die Mädels natürlich auch sowas stehen, das ist mir schon klar, das weiß ich auch, dass die gerne da mal zugucken. So wie wir Jungs natürlich auch gerne gucken, wenn die Mädels miteinander. Ne? Ja. Ist klar. Ja.
Das verwundert mich nicht. Also, wir nehmen mal, wir gehen mal in die Fantasie, wir beiden. Ja. Und du stellst dir mal das Erstere vor, was du gerade gesagt hast, was sie gerne sehen möchte. Das Zweite ist vielleicht eine Nummer sehr hart. Ja. Die orale Geschichte. Ja. Könntest du dir das in deinen heftigsten Fantasien vorstellen? Deine Frau guckt zu und du bist da mit einem Typ zusammen. Also sagen wir mal so, ich würde es mal ausprobieren, um zu wissen, wie es ist und dann eventuell zu sagen, okay, war nix oder... Ja. Oder war toll. Meinst du denn, dass du überhaupt in Fahrt kommst dabei? Das weiß ich nicht. Das ist schon die erste Frage da, ne? Wenn sie vielleicht zuguckt, schon. Tja. Wenn ich mit ihm alleine wäre. Naja, sie will ja zugucken. Mhm. Sie will daneben sitzen und gucken. Ja. Und will sie irgendwann in das Geschehen eingreifen? Das könnte sie sich vorstellen, ja. Sitzt sie in eurer Fantasie nackt neben euch? Sie hat gesagt, sie wäre nackt dabei. Ja, das ist schon mal auch, hört sich schon mal gut an. Ja. Ne? Ja, also ich meine, wenn du so offen bist und sagst, na gut, ist nicht mein Ding, aber ich würde es mal ausprobieren und dann weiß ich, ob ich drauf stehe oder nicht drauf stehe, dann mach es doch. Aber mach es vorsichtig, Micha. Mach es vorsichtig und mach nicht gleich die ganze Palette, sondern geh da mal vorsichtig ran und taste ab, ob das dein Ding ist. Wenn es nicht dein Ding ist, lass es sein. Bringt ja nichts. Na gut. Alles klar, dann danke ich dir. Ja, ich hatte nämlich gerade so gedacht, wenn du jetzt ganz klar gesagt hättest, nee, ich krieg das Würgen bei der Vorstellung, dann hätte ich dir gesagt, lass es sein. Aber so, wo du das so gesagt hast, würde ich sagen, na gut, dann sucht euch irgendwie einen netten Kerl und versucht es einfach mal. Ja. Melde dich mal, wenn ihr es gemacht habt. Ich bin sehr interessiert an deinem Erfahrungsbericht. Alles klar, ja. Lieber Micha, alles Gute, schönen Gruß an deine Frau. Okay, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, das ist für diese Woche die letzte Chance, dann haben wir erstmal Wochenende, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Dani ist hier, Dani 21, das könnte eine Frau sein, stimmt's? Ja, hallo. Ich höre es, eine junge Frau, Dani 21. Ja, hallo. Hallo. Schönen guten Abend oder guten Morgen. Und zwar geht es darum, ich hatte eine Beziehung, die lief 2 Jahre. Mhm. Und er hat mich geschlagen, ich hatte einen Nasenbeinbruch. Du hattest einen Nasenbeinbruch? Ja. Weil der Typ dich so geschlagen hat? Ja, ich hatte blaue Flecken überall. Mhm. Er hat mich mit einer Prostituierten betrogen. Mhm. Er hat mich von Anfang an immer nur betrogen, aber das Problem ist, wir sind jetzt seit einem halben Jahr getrennt. Mhm. Wir sind des Öfteren wieder zusammengekommen. Er hat mich auch wieder nur verarscht, aber ich liebe ihn. Mhm. Ich liebe ihn und ich komme einfach von ihm nicht weg. Ich muss ständig an ihn denken und... Diese Trennung, ihr seid ein halbes Jahr getrennt, sagst du. Ja. Wie kam diese Trennung zustande? Durch ihn oder durch dich? Das war an einem Tag, das war an einem Sonntag. Und es auf einmal, wir haben uns ganz gut verstanden, sind morgens aufgestanden. Mhm. Und auf einmal hatte er schlechte Laune und fing an rumzunöbeln. Und ich meinte, na, ist mir doch dann auch egal. Und es hat sich dann irgendwie so eskaliert, ich kann dir das gar nicht erklären, wie das auf einmal zustande kam. Das kam auf einmal und dann auf einmal war es vorbei. Ja, aber eher so ging das dann von ihm aus, ne? Wie du es schilderst. Ja, dann später ja durch seine Freunde, die haben ihn ganz gut abgelenkt alles. Ja. Und ich habe meine meisten Freunde alle nur verloren. Mhm. Ja, also ich muss ständig an ihn denken, ich komme einfach... Von dem Gedanken von ihm gar nicht mehr weg. Denk doch mal, was vermisst du denn? Ich vermisse, ja, was vermisse ich an ihm? Einfach, er ist bei mir gewesen, er kennt, ich hatte auch keine schöne Kindheit gehabt. Ja. Und er kennt alle meine Probleme. Er war, wenn ich Hilfe brauchte, er war für mich da. Er hat mir so, ja, wie soll ich das sagen, den Rücken so gestärkt. Und auf der einen Seite? Auf der einen Seite hat dir das Nasenbein gebrochen. Ja, natürlich. Bist du als Kind auch oft geschlagen worden? Ja. Ja. Schlimme Zeiten erlebt? Ja, sehr. Die ganze Kindheit über? Ja. Hm. Vom Vater oder von der Mutter, von beiden? Nee, vom Vater. Vom Vater. Hm. War dieser Freund dein erster längerer Freund? Nein, es war meine zweite längste Beziehung. Und die erste Beziehung, war die gewaltfrei? Die war eigentlich auch gewaltfrei, ja. Die war gewaltfrei? Ja. Nicht auch, sondern die war gewaltfrei. Die war gewaltfrei, genau. Hast du dich da wohlgefühlt in der ersten Beziehung? Ja, schon, aber wenn ich jetzt
die Zeit, die denke ich gar nicht. Ich denke nur an die Zeit, wie ich jetzt von meinem Ex halt. Wir hatten schlechte Zeiten, natürlich, die waren zum Teil mies gewesen, aber wer ist für dich? Wir hatten so schöne Zeiten auch zusammen. So vieles gemeinsam, alles. Und das fehlt mir. Wenn du so träumst, wäre deine Idealvorstellung von einer Beziehung nicht, dass du einen Mann hättest, der dich respektiert, der dich achtet, der dir nicht wehtut? Eigentlich ja. Eigentlich möchte ich natürlich einen Mann haben, der mich nicht schlägt oder der mich halt liebt, so wie ich bin. Denn das ist für jemanden, der jetzt ganz unbeteiligt ist von der Geschichte, wie du erzählst mir das jetzt zum ersten Mal. Und du hast in der ersten Phase des Erzählens, hast du mir nur schlechte Sachen erzählt. Der Typ hat dir das Gesicht zertrümmert, die Nase gebrochen, der ist fremdgegangen, du hast deine Freunde verloren, der hat dich mies behandelt. Da kamen also immer nur negative Sachen. Genau. Ja. Und da frage ich mich natürlich als normal denkender Mensch, was will sie bei dem? Will sie nochmal das Nasenbein gebrochen haben? Oder will sie die Rippen gebrochen haben das nächste Mal? Auf gar keinen Fall, sondern einfach ich... Weißt du, Dani, ich will dir sagen, ich, wenn du sagst, ich liebe den ja immer noch, frage ich dich erstmal, ist das Liebe? Oder ist das eine Form von Abhängigkeit? Ich denke an die schöne Zeit auch sehr viel. Stopp, da fängt's schon an. Wenn man so schlecht von jemandem behandelt wurde, müsste eigentlich, wenn man so normal funktioniert, müsste die schöne Zeit sehr in den Hintergrund treten, weil im Vordergrund steht der Schmerz und das Leid, was er dir angetan hat. Das macht eigentlich die schöne Zeit kaputt. Dadurch ist dieser Mensch eigentlich kaputt gemacht worden sollte kaputt gemacht worden sein für dich in seinem Ansehen. Weil er hat ja eine Charakterseite gezeigt, die letztendlich ganz entsetzlich ist. Das stimmt auch. Er redet auch hinter meinem Rücken schlecht alles. Das weiß ich ja auch. Aber auf eine Art sagt er mir auch wieder, dass er mich liebt. Es tut ihm ja auch leid. Er zeigt mir auch wieder, dass er mich... Dani, das ist genau sein Trick, um dich immer wieder ranzuholen. Indem der sagt, dass er sagt, er liebt dich. Der liebt dich einen Scheißdreck, sage ich dir mal. Der liebt dich einen absoluten Scheißdreck. Wenn der dich lieben und respektieren würde, hätte der sich anders verhalten in den Jahren. Aber so kriegt er dich immer wieder zurück, weil der weiß, du funktionierst so. Und so ist das ein immerwährender Kreislauf. Der haut dir eine vor die Birne und einen Tag später sagt er wieder, ja, ich lieb dich doch. Und dann sitzt du da und sagst, ach ja, toll, er liebt mich ja noch. Du musst aus diesem Kreislauf ausbrechen, in dem du da drin steckst. Ja, aber guck mal, wir sehen uns gar nicht jetzt mehr, ne? Wir haben uns jetzt eine ganze Weile wieder nicht gesehen. Aber trotzdem, ich glaube, dass das große Problem im Moment auch ist, dass du dich überhaupt nicht dazu zwingst, nicht an den zu denken. Doch, ich versuche mich wirklich mit allem abzulenken. Mit so vielen Dingen, aber es funktioniert. Da musst du dich noch mehr anstrengen. Nur so funktioniert es. Ich sage dir voraus, dass dieser Mann für dich keine Zukunft darstellt. Und wenn du dich nochmal und nochmal auf den einlässt, wirst du jedes Mal und jedes Mal scheitern. Wenn ein Mensch 2 Jahre einen anderen Menschen so scheiße behandelt hat, wie dein Freund dich behandelt hat, wird das auch nicht besser. Dann hättest du so längst schon weg sein müssen. Aber das ist jetzt auch egal, das ist Schnee von gestern. So, und jetzt musst du dir verbieten, einfach an ihn zu denken. Und du musst rausgehen und du musst versuchen, dich zu öffnen für eine neue Beziehung. Ja. Ich weiß, was du mir sagen wirst, wie schwer das ist. Und ist mir völlig klar. Aber das ist, ich gebrauche mal einen Vergleich. Das ist fast wie eine Drogensucht. Du bist süchtig nach diesem Typ. Was immer die Ursachen sind in deiner Kindheit, vielleicht weil du so programmiert worden bist, dass du immer Schläge kriegst und so weiter. Das ist jetzt, das müssen wir nicht ausführen. Das ist wie eine Drogensucht und da kannst du nur mit wirklich viel, viel, viel Elan und Willen und dann erlebst du wieder einen Rückschritt, aber dann musst du wieder dagegen kämpfen. Irgendwann hast du es geschafft und irgendwann wirst du denken, mein Gott, was war ich blöd damals. Ja, ich tue mich auch gegenüber niemandem mehr öffnen und ich versuche mich nur zu verkriechen. Na, das ist auch nicht gut. Genau. Du musst rausgehen, du musst versuchen, einfach einen neuen Schritt für dich zu machen ins Leben. Was machst du beruflich?
Gar nichts. Gar nichts im Moment. Ist arbeitslos oder? Genau. Hast du eine Ausbildung, eine Schulausbildung? Nein, oder? Gar nicht. Auch keine Schulausbildung? Momentan nicht, ich bin suchend. Was bist du? Suchend? Ja, ich suche. Du hast auch keinen Schulabschluss? Genau. So, da haben wir doch schon mal ein großes Projekt, was man angehen könnte. Du bist 21 Jahre alt, das ist noch eine Zeit, wo man das machen könnte. Versuch doch mal deine ganze Energie erstmal so in dein, ich sag mal, in dein äußeres Leben zu pumpen. Also, dass du beispielsweise einen Schulabschluss bekommst. Dass du den irgendwie nachmachst. So hängst du nur rum. Ist so, ne? Ja, stimmt. Ja, du hängst rum und machst dir den Kopf. Und denkst und hin und her und denkst an früher und dann, ach, es war doch schön. Du musst ablenken, aber in einem guten Sinne ablenken. Nimm dein Leben in die Hand, Dani. Damit du in ein paar Jahren eine selbstständige junge Frau bist, die ihr Leben... Ich habe mir Ziele gesetzt, die will ich ja auch auf jeden Fall schaffen. Zum Beispiel? Ich möchte meine Schule weiter beenden. Ja. Auf jeden Fall, das ist mir sehr wichtig. Also das ist schon doch eingefädelt und angedacht. Ja. Gut, das ist schon mal eine gute Sache. Und dann? Danach werde ich weitersehen. Also das Erste ist meine Schule. Stimmt, man muss immer so Schritt für Schritt denken. Hast du einen Traum, was du gerne irgendwann mal vielleicht beruflich machen möchtest? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Na gut. Ist auch okay. Aber wenn du den nächsten Schritt schon vor Augen hast, den Schulabschluss, und danach kann man dann weiterdenken. Liebe Dani, also ich sag dir nochmal so ganz als unbeteiligte, objektive Person von weit weg, versuche deine ganze Energie dahin zu pumpen, dass du diesen Typ aus deinem Kopf rauskriegst. Und nimm deine ganze Energie, dass du dein Leben selbst in die Hand kriegst, also dass du den Schulabschluss zum Beispiel bestehst. Und geh raus, öffne dich für andere Leute, zieh dich nicht zurück, quatsch mit anderen Leuten, mach viel in der Freizeit und so weiter. Ich versuche. So, und dann wollen wir hoffen, dass du endlich einen netten Typ findest, der dich respektiert und dich mag und dich nur auf keinen Fall schlägt und missachtet. Und bau dir wieder einen eigenen Freundeskreis auf. Den hat er dir ja auch kaputt gemacht, ne? Ja. Ja, siehst du. Mann. Auch selber mit mir. Ich hab mit mir selber schon komplexe alles, also. Mhm. Aber du bist so eine nette junge Frau. Ich finde dich so vom Erzählen so sympathisch und so frisch und das muss doch klappen. Danke. Ich hoffe es. Liebe Dani, ich drücke dir alle Daumen und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter gleich geht's mit der Rita. Und Rita ist 61. Hallo Rita. Hallo Jürgen. Hallo Rita. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich bin wahnsinnig enttäuscht von meiner Tochter. Was ist passiert? Ich habe also vor 14 Jahren einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Auch also sehr viel Hilfe. Und dann hat sie gesagt, da sie im Norden von Deutschland lebt, also in Hamburg, dann hat sie gesagt, komm doch hoch zu uns, Mutti, dann kann ich mich besser um dich kümmern. Wie alt war denn die Tochter damals? Damals, oh je. So ungefähr. Das muss ich jetzt ausrechnen. Das war, ich will es nur so grob einordnen. Also vor 8 Jahren, da war sie 32. Ja. Aber vor 14 Jahren hattest du den... Vor 14 Jahren habe ich den Schlaganfall. Okay. Dann hat sie aber gesagt, jetzt komm hoch, jetzt kann man dich noch verpflanzen. Ja. Ich weiß ja, wie man immer sagt, einen alten Baum verpflanzt sich schlecht. Ja. Jetzt bist du noch jung genug, jetzt kannst du noch hoch zu uns kommen. Hast du es gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Ich lebe jetzt hier oben in Norddeutschland. Ja. Und? Ja, und jetzt, wir haben zusammen ein kleines Häuschen gebaut. Mhm. So ein Holzhäuschen. Mhm. Und jetzt hat sie mir gerade letzte Woche gesagt, dass sie also, dass das Maß jetzt voll wäre. Sie hätte mich 8 Jahre erduldet und ich sollte irgendwas ändern. Und zwar habe ich also vor 3 Monaten etwa den Mann meines Lebens kennengelernt. Ich habe also in meinem ganzen Leben noch nie richtig geliebt und jetzt liebe ich diesen Mann. Ja, und das gefällt deiner Tochter nicht? Und das gefällt ihr scheinbar nicht, ja. Sie hat Angst, dass der Mann, weil er ja auch mal bei mir übernachtet, dass der runtergeht zu ihren Töchtern. Ich habe also 2 Enkeltöchter. Warum hat sie Angst, dass der Mann... Dass er sie irgendwie halt missbraucht oder sonst was. Ja, aber nicht jeder Mann ist ja gleich ein potenzieller Kinderschänder. Nein, um Gottes Willen, das ist ein liebenswerter, netter Mann, ein hilfsbereiter, lieber, netter Mann. Ja, das ist doch fast eine unverschämte Unterstellung, überhaupt sowas zu denken. Ja, sonst hätte er sich ja auch nicht in mich verliebt, obwohl er sie gesehen hat, dass ich
halbseiden gelebt bin, also durch den Schlaganfall. Mhm. Also dir geht es gesundheitlich so einigermaßen, kann man das sagen, im Moment? Laufen, ja. Jetzt hast du diesen netten Mann kennengelernt. Wie ist das denn, wenn der dich besucht und deine Tochter ist auch da? Ist sie unfreundlich zu diesem Mann? Ja. Ja, von Anfang an? Hauptsächlich er. Ihr Mann ist es eigentlich hauptsächlich. Es spielt da vielleicht auch irgendwie Geld eine Rolle, dass sie Angst haben, dass durch ihn sie weniger Geld kriegen von dir oder irgend sowas, kann das sein? Darüber haben wir nicht gesprochen, aber es könnte vielleicht sein, dass das im Hintergrund mit einer Rolle spielt, aber ich will ja gar nicht mehr heiraten. Ich habe einmal geheiratet und da habe ich so die Schnauze voll. Ja, so, jetzt sagt sie... Ich habe nie wieder heiraten. Jetzt sagte sie... Also wird ja gar nichts passieren im Prinzip. Ja, jetzt sagt deine Tochter, das Maß ist bald voll. Ist voll. Alt. Aber was, da musst du ja eigentlich fragen, Moment, was meinst du damit, das Maß ist voll? Geht es jetzt nur um diesen Mann oder geht es auch noch um andere Sachen? Ja, es geht darum, da ich also halb seingelähmt bin und viel Hilfe brauche, kommen also viel fremde Leute ins Haus. Mhm. Und die haben halt das Häuschen so blöd gebaut, dass die durch die Haustür reinkommen, die Treppe hochgehen, aber da sehen sie praktisch ins Wohnzimmer, wenn die Tür nicht zu haben. Ach so. Und jetzt sitzen sie auf dem Präsentiertisch. Aber da ist noch eine Tür zum Wohnzimmer, wenn sie, die könnten sie... Nee, das ist es ja. Ach, da ist keine Tür. Da ist ein großer Korridor und direkt dahinter ist das Wohnzimmer. Ach so, und denen passt das nicht, dass du viel Besuch bekommst? Dass so viele Leute zu mir kommen. Sind das denn Leute, die dir helfen, irgendwie? Ja, sicher. Das ist morgens meine Pflegerin. Ja. Dann ist kommt der Mittagstisch. Mhm. Dann kommt auch mal die Fußpflege, was man halt so braucht. Wieso kocht denn deine Tochter nicht für dich? Ja, das war am Anfang, haben wir das so gemacht, dass ich unten mit aß, aber ich habe gemerkt, also, dass mein Schwiegersohn mich lieber von hinten sieht als von vorne. Ach so. Und das habe ich nicht mehr lange ertragen. Ach so. Also ich habe den Eindruck, ihr hängt zu eng auf dem Raum zusammen. Ja, halt im Haus. In dem Haus, ja, das Haus ist so merkwürdig gebaut, dass... Ja. Wo hast du denn diesen Mann kennengelernt, in den du jetzt verliebt bist? Ja, von einer ganz netten Freundin. Mhm. Die hat mich mal besucht hier in Horn. Ich wohne also jetzt in Horneburg. Ja. Das ist also nahe, in der Nähe von Hamburg. Ja. Und dann hat sie fährt nicht so gern die Strecke von Stade nach Horneburg allein. Mhm. Dann hat sie gesagt, darf ich mal jemand mitbringen. Mhm. Und dann kam er mit und schon hat's... Ich freue mich über Besuch, dass ich nicht so allein bin. Ja. Und dann hat's schon geschnackelt bei euch. Und der hat sich sofort in mich verliebt. Wie alt ist er denn, der Knabe? Der ist 45. 45? Ja. Oh, das ist ein Altersunterschied. Ah ja, ein großer. Deshalb ist ja das, was ich nicht verstehen kann, dass sie so denkt. Also die... Er steht auf ältere Frauen, nicht auf Kinder. Ja, ich finde das völlig absurd überhaupt. Da kommt ein ganz normaler Mann zu dir und die Frau hat Angst, dass dieser Mann ihr an ihre Kinder geht. Ja, also das ist ganz grausam. So wie du das jetzt geschildert hast, tut deine Tochter und auch der Schwiegersohn, die tun ja nicht viel für dich. Da ist eine Pflegekraft, da wird das Essen gebracht und da kommt die Fußpflege. Machen die irgendwas für dich, für die Mutter? Ja, doch. Also wenn ich mich manchmal mittags zum Schlafen hinlege, ich brauche also immer abends das Bett so gemacht, dass ich also das Deckbett über nur, dass ich mich vorne dran legen kann. Ja. Das Deckbett einfach über mich rüberschlagen kann. Ich kann das nicht mit einer Hand so hochziehen. Und das macht sie? Und das macht sie dann jeden Tag, ja. Kommt ja jeden Abend hoch und fragt, ist alles in Ordnung? Ist irgendwas noch zu machen? Mhm. Also das fragt sie schon. Ist sie denn dann freundlich oder macht sie das nur so, weil sie es machen muss? Ich habe den Eindruck, dass weil sie sich verpflichtet fühlt. Mhm. Also ehrlich gesagt finde ich das nicht so sehr viel, einmal am Tag mal hochzugehen und die Decke über die Mutter zu legen. Das ist nicht viel. Ja. Naja gut, so. Ich bin auch inkontinent, da muss ich mich das öfter als mal auch also umziehen. Ja, aber du hast auch noch einen Pfleger, ne? Hast du gesagt, der das... Ja, aber der kommt nur morgens zum Duschen und Anziehen. Ja. Das ist aber eine verzwackte Situation. Ja. Wie stehst du denn finanziell da? Bist du für dich selbstständig und könntest du für dich alleine auch leben? Ja, sicher. Das könntest du. Hast du mit dem Gedanken schon gespielt, aus diesem Haus auszuziehen? Ja, den Gedanken habe ich jetzt, nachdem es maßvoll ist, habe ich gedacht, also unter so Bedingungen kann ich hier nicht mehr glücklich leben. Also finde ich auch, Rita.
Wenn du hast schon ein schweres Schicksal durch deine Erkrankung. Genau. Umso wichtiger ist, dass es dir seelisch gut geht. Und es ist ja eine wunderbare Fügung, dass sich da jetzt etwas entwickelt hat mit einem Mann, dass sich da eine Liebesbeziehung entwickelt. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich durch ihn. So, das ist, finde ich, ganz, ganz toll und ganz wichtig. Und ich finde es ganz schlimm, wenn deine Tochter und der Schwiegersohn dir das Leben mies machen. Und wie du mir das jetzt geschildert hast, habe ich da wenig Hoffnung, dass sich das dann noch einrenkt oder hinbiegt. Das bessert sich nicht. Das weiß ich. Das heißt, das ist ein Kleinkrieg, der immer und immer und immer weiter geht. Und die Tochter hat ja quasi, ja, was meinte sie denn damit, das Maß ist voll? Hat sie dich denn damit rausschmeißen wollen oder was meinte sie? Ja, nee, sie kann nicht mehr ertragen, dass so viele Leute da hochkommen zu mir und bei ihnen quasi durch die Wohnung durchgehen im Prinzip, also da, außerhalb. Aber diese Leute sind auch teilweise normale Besucher, nicht nur Pflegedienste. Leute, die mich besuchen, so, ja. So, das finde ich auch sehr... Ja, und das finde ich auch sehr gemein von deiner Tochter. Wenn man schon schwer krank ist, finde ich das ganz toll, wenn man viel Besuch kriegt und gut abgelenkt ist. Ja, weißt du, Jürgen, es war am Anfang so, ich habe mich beschwert, ich habe gesagt, sag mal, warum hast denn du mich eigentlich hier hochgeholt, wenn du doch keine Zeit für mich hast? Mhm. Na, dann lad dir doch Gäste ein. Lade doch Besuch ein. So, und jetzt hast du Besuch und dann gefällt es ja auch wiederum nicht. Und jetzt gefällt dir das, gefällt dir das auch nicht. Ich finde, Rita, wenn du das schaffst und wenn du den Stress auch auf dich nehmen kannst, dann suche dir eine andere Wohnung und zieh da aus. Und ja, mein Freund hat schon gesagt, du musst mir nur das Ja-Wort geben und dann komme ich mit meinen Radsportfreunden und dann sind wir im Nu, sind wir da drauf. Also nicht das Ja-Wort, der will nicht heiraten, sondern das Ja zum Umziehen. Ne? Zum Ausziehen. Ja, Rita, dann raus. Dann ist es halt hart, aber dann ist es halt so. Und du hast ein neues Leben und hast den Stress von der Backe, dass du nur mit schlechter Stimmung konfrontiert wirst von unten. Ja, genau. Ja. Also, mach es, Rita. Ich finde schon, du solltest das tun. Und ich beglückwünsche dich sehr zu deinem Glück, dass du einen Freund gefunden hast. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Der ist so liebenswert zu mir. Guck mal, der fährt mit mir spazieren. Also, was heißt, er ist Radsportler. Ja. Oh, Fahrradsportler, und dann fährt er mit dem Fahrrad, ich fahre mit meinem E-Rolli durch die Gegend, ja. Und dann machen wir richtig schöne Spazierfahrten. Und du bist dich aber auch ganz sicher, dass der Mann nicht irgendwelche Absichten hat, dich in irgendeiner Form auszunutzen oder so? Das glaube ich nicht, also. Ja, hab mal die Augen auf, ne? Ja, das ist klar, da muss ich schon vorsichtig. Doppelt Vorsicht ist immer besser. Ne? Liebe Rita, alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute. Danke, Jürgen. Von Herzen, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hatte ich aber gerade einen seltsamen Flash. Hier steht schon wieder Rita, aber Rita hatten wir doch gerade. Aber jetzt ist eine neue Rita da. Hallo, Rita. Hallo, Rita. Hallo. Du bist 29. Ja. Und nicht 61. Nein. Und was geht's denn bei dir, Rita? Mein Freund hat mich verlassen nach 3 Jahren. Wann hat er dich verlassen? Ja, vor ungefähr 3 Wochen jetzt. Nach 3 Jahren? Mhm. Und ich bin im 7. Monat schwanger. Und du bist im 7. Monat schwanger? Ja. Warum hat er dich verlassen? Ja, er hat gemeint, er liebt mich nicht mehr, aber er hat es oft gesagt in den 3 Jahren und ist zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen. Er ist jetzt wieder zur Ex-Freundin zurückgegangen? Genau. Er lebt also quasi mit der jetzt wieder zusammen? Mhm. Aber er weiß, dass du schwanger bist. Ja. Und war das ein Wunschkind? Es war ein Wunschkind von uns beiden. Mhm. Zu der Zeit, als das Kind gezeugt wurde, wie war denn da die Stimmung zwischen euch? Nun, nicht gerade in dem Moment, das ist eine dumme Frage, aber so in die Wochen um diesen Zeitpunkt herum. Eigentlich total gut, wir haben uns gut verstanden, wir sind zusammen spazieren gegangen und alles mögliche Babysachen zusammen eingekauft, zum Arzt zusammengegangen, aber ich weiß nicht, was in ihm gefahren ist, dass er mich einfach verlässt. Wie viel größere Krisen hattet ihr denn schon in den 3 Jahren? Ja, er hat mich mindestens 6-mal betrogen mit ihr, mit seiner Ex-Freundin. Ach, immer wieder die Ex-Freundin? Ja. Immer wieder die Ex-Freundin. Mhm. Und Streit hatten wir großartig, nicht nur deswegen halt. Mhm.
Jetzt ist er weg, seit 3 Wochen, ne, sagst du? Seit ungefähr 3 Wochen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Keinen Kontakt? Ich habe von einer Freundin erfahren, er ist gestern in der Disco gewesen. Mhm. Also ihr sprecht aber, also kein Telefon, keine SMS, keine Mails, gar nichts? Ich versuche ihn jedes Mal zu erreichen, aber ich glaube, der hat die Nummer gewechselt. Als er gegangen ist, hat er gesagt, ich liebe dich nicht mehr? Er hat es mir gesagt. Ich habe gesagt, schau mir in die Augen und sag's mir. Dann hat er es mir auch so gesagt. Ja. Habt ihr zusammen gewohnt auch? Ja, wir haben zusammen gewohnt. Das heißt, seine ganzen Sachen, der ganze Kram ist auch schon raus aus der Wohnung? Nein, die Sachen sind nie hier. Die sind noch da? Ja. Wie soll das denn seiner Auffassung nach dann jetzt weitergehen? Hat er da irgendwas zu gesagt? Er hat gesagt, er wird die Sachen abholen irgendwann. Hm? Aber in den 3 Wochen ist er nicht gekommen. Hm. Hm. Hast du den Eindruck, dass es jetzt so schlimm ist? So schlimm war es noch kein Mal in den 3 Jahren? Nicht direkt, aber da ich im 7. Monat schwanger bin, wünsche ich mir, dass er halt da ist für mich. Mhm. Wo es mir schlecht geht, wo ich will einfach nicht allein sein. Mhm. Das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Ist es jetzt so schlimm, wie es noch nie schlimm zwischen euch war? Ja. Ja. Mhm. Aber ich will ihn halt zurück. Ich habe für diesen Jungen alles aufgegeben, mein Studium, meine Familie. Rita, das Wollen, das, wenn man verlassen wird, hilft manchmal das eigene Wollen nicht aus, zu sagen, ich will ihn aber, wenn der andere aber nicht will. Das ist jetzt die ganz große... Ich aber nicht. Bitte? Das glaube ich ihm nicht. Ja, der Verlassene glaubt es meistens nicht, weil er es nicht glauben möchte. Mhm. Weil das so schmerzhaft ist. Und in deiner Situation ist es besonders schmerzhaft, wo du schwanger bist. Und ich finde es natürlich auch von ihm eine abgrundtiefe Schäbigkeit, dich jetzt so sitzen zu lassen. Selbst wenn er dich nicht mehr liebt, hätte er das anders regeln müssen, weil jetzt ein dritter Mensch im Spiel sein wird bald. Genau. Das habe ich auch zu ihm gesagt. Aber der dritte Mensch ist natürlich nicht die Garantie, dass ihr eine Beziehung haben werdet. Ja, als er gegangen ist, habe ich ihn noch gefragt, wie er sich das vorstellt mit dem Kind. Dann hat er gemeint, er kann ruhig einen Stiefpapa haben und ruhig eine Stiefmama, das macht ihm nichts aus. Aber davor hat er noch von Familie geredet, dass er sein Kind bei sich haben will jeden Tag. Er hat gesagt, dann kann es ruhig einen Stiefpapa haben. Genau. Das ist aber alles sehr hart, ne? Ja. Mhm. Ja, ich kann deinen Herzschmerz sehr gut verstehen, Rita. Das ist auch eine Situation, die ist wirklich beklemmend, finde ich. Mhm. Aber ich glaube, dir sind die Hände einfach gebunden im Moment. Was willst du machen? Er hat zu dir gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Er hat dir diesen schlimmen Satz gesagt, dann hat das Kind halt einen Stiefvater, ist mir auch egal. Er hat ja seine übelste Seite dir gezeigt. Mhm. Die übelste Seite seines Charakters. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst gar nichts machen. Du wirst dich jetzt arrangieren müssen mit der Situation, wie sie im Moment ist. Und vor allen Dingen solltest du dich darauf konzentrieren, dass du gesund bleibst, dass alles okay läuft und dass deine Schwangerschaft gut abläuft. Indem du mit Freunden zusammen bist und Verwandten. Ich weiß nicht, wie dein Umfeld ist. Hast du ein paar nahe... Ich habe meine Familie verlassen wegen ihm. Wegen ihm? Ja, ich bin in den Glauben vom Islam beigetreten. Ach so. Du bist beigetreten? Du bist zum Islam beigetreten? Übergetreten. Genau. Und hast deshalb deine Familie verlassen? Ja. Aber deshalb muss man ja nicht die Familie verlassen, wenn man übertritt. Meine Eltern waren strenggläubige Christen. Deswegen. Verstehe. Und wenn du die jetzt anrufen würdest und die Situation schilderst, wie würden die reagieren? Nicht gut. Ich habe mit ihnen seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr. Mhm. Gibt es Freunde? Freunde. Ich habe eine gute Freundin und die ist wirklich immer für mich da, aber die hat selber Familie und Kinder und Mann und alles mögliche da. Also es gibt nur eine nahe Bezugsperson. Genau, mit der ich reden kann. Ist er schuld daran, dass du so relativ alleine dastehst? Ich darf nicht raus, ich darf gar nicht sozusagen. Ich bin den ganzen Tag eigentlich zu Hause. Wenn ich rausgegangen bin, dann mit ihm und nur spazieren vielleicht oder mal zu seinen Eltern, aber mehr nicht. Hat er dich geschlagen auch in der Beziehung?
Nein, das nicht. Das hat er nicht getan. Seine Hand hat er nicht hergerufen. Aber er hat dich sehr schlecht behandelt, das höre ich schon. Ja. Ja, auch in den ganzen anderen Sachen, die du jetzt erzählt hast. Ich finde, dass du versuchen solltest, von diesem Mann erstmal wegzusehen und dich nicht an ihn zu klammern. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber ich glaube, dass dieser Mann dir nicht gut tut, so wie du es gerade geschildert hast. Und du solltest versuchen, irgendwie eine Stütze zu finden, gerade jetzt in dieser Zeit, in der schwierigen Zeit. Wer und wie das vielleicht sein könnte, da würde ich dich gerne im Hintergrund weiter beraten lassen von meiner Psychologin. Mhm. Klammer nicht an diesen Mann, ich glaube, der ist es nicht wert. Klammer nicht an dem Typ. Der hat dir schon ziemlich viel, viel Leid zugefügt und Verletzung zugefügt. Ja. Das glaube ich. Das ist schwer, aber ich habe ein Kind und... Ja, aber trotzdem. Liebe Rita, leg du mal bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Carina. Carina ist 25. Guten Morgen, Carina. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Ich bin verliebt. Ach, sag das bloß. Was ganz Schönes. Wenn es nicht der Chef ist und vergeben ist. Ach, die liebe Zeit. Ich wollte es gerade verkünden, liebe Leute, hört es, Carina ist verliebt. Ja. Und es geht ein Jubel durch Deutschland, weil Carina verliebt ist. Aber gleich Carina sind die... Carina hat es eigentlich auch verdient. Bitte? Carina hat es eigentlich auch verdient. Ich habe im letzten halben Jahr nicht viel Schönes erlebt. Und jetzt sind die ersten zwei Wochen, wo es mir eigentlich mal wieder richtig, richtig gut geht. Ja, solange es nur ein halbes Jahr ist, wo man nichts Schönes erlebt, geht es ja auch noch. Aber das war genug. Das war mehr als nicht schön. Und so, aber jetzt gleich sind Probleme damit verbunden. Es ist der Chef. Ja, das, denke ich, sollte nicht unbedingt das Problem sein, weil wir ein ziemlich kleines Team sind. Ja. Und eher freundschaftlich und ja. Alle noch sehr jung und locker flockig und... Ja, aber er ist vergeben. Er ist vergeben. Er ist in festen Händen. Genau. Verheiratet? Nein. Nein. Kinder? Nein. Nein, aber glücklich in festen Händen? Ich glaube nicht, sonst würde er nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Ach so, es wird also schon erwidert von seiner Seite. Also wir waren jetzt am letzten Wochenende irgendwie 26 Stunden nonstop unterwegs, ohne Schlafen, haben alle möglichen Dinge gemacht, die andere Leute in einem halben Jahr tun. Ja. Waren dann abends noch essen nach der Arbeit, sind Mittagsessen bei der Arbeit, gestern waren wir Eis essen und dann noch was trinken und dann frage ich mich natürlich, warum tut er das? Ja, hast du ihn gefragt, warum tust du das? Nein, das traue ich mich nicht. Du, frag doch mal. Vielleicht bist du einfach nur eine nette Abwechslung für ihn. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Kann ja sein. Es wird so sein, als entweder belebt es seine Beziehung. Vielleicht, ja. Oder es könnte mit uns funktionieren. Es könnte. Es könnte nicht funktionieren. Es könnte nicht. Ich verliere meinen Job. Bitte, und du? Und ich verliere dann meinen Job. Genau, das kann auch sein. Ich meine, das ist immer ein Hochrisikospiel, sich mit dem Chef einzulassen. Ja. Weil wenn es nicht funktioniert, kann das wirklich darauf hinauslaufen, dass du den Job verlierst. Ja. Weil es irgendwie nicht mehr geht oder er dich rausschmeißt oder weiß ich was. Ich habe heute seine Freundin kennengelernt. Und, Eindruck? Ich finde, die beiden passen nicht zusammen, aber ich glaube, ich bin da nicht sehr... Du bist ein bisschen voreingenommen. Ja, wahrscheinlich. Mensch, Carina, kläre das, was mit dem los ist. Frag den genau das, was ich gerade gesagt habe. Frag den, warum er das tut. Ich habe ja schon mal gesagt, was das alles, wie das weitergehen soll und wir können uns ja nicht regelmäßig sehen und er lügt seine Freundin an, das ist nicht das, was ich irgendwie für gut halte. Mhm. Und ihr lügt ja im Betrieb auch, ne, da in eurer Firma. Ja. Da ist es ja auch eine Schauspielerei. Wie lange geht das eigentlich jetzt schon? Drei Wochen, ja, das ist also ja noch nicht lange. Nee, das ist ja super, super frisch noch. Bevor du dich noch weiter reinbegibst in diesen Wahn des Verliebtseins, frag ihn, löcher den, was los ist, was er will von dir. Finde ich völlig legitim und wenn es eine üble Antwort gibt, dann weißt du wenigstens, woran du bist. Mhm. Liebe Carina, jetzt muss ich Schluss machen. Ich weiß. Ich bin froh, dass wir noch am Reden.